Willkommen zurück, Freunde, zu Final Fantasy VII. Und ich habe gerade die Aufnahme meines Lebens gehabt, um dann festzustellen, ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Ich hatte zwei Tonspuren an. Einmal auf dem Desktop und einmal von der Capture Card. Das ist, weil ich ja auch noch auf dem PC aufnehme. Immer Baldur's Gate. Und dann habe ich es einfach vergessen auszumachen. Und es war so toll. Ich hatte heute so gute Laune, Kommentare. Ja, jetzt fängt es schon wieder an. Ich wusste es. Es passiert irgendwas und mein Selbstvertrauen ist wieder zerstört. Mann! Deswegen rede ich da jetzt drüber. So. Was wir hatten. Ihr habt gesehen, die Materialien hier, ne? Sind respawned. Anscheinend, wenn man die Konsole ausmacht und wieder an, ist das wieder respawned. Oder, beziehungsweise, wenn man das Spiel aus- und anmacht. Vielleicht auch, wenn man die ganze Zeit ladet. Speichern, laden. Speichern, laden. Maybe. Das wäre krass. Oder es richtet sich nach der Konsolenzeit. So nach einem Tag oder so, aber dann kann man das ja auch umändern, ne? Und sagen, okay, gut, wir springen einmal hier runter. Wie sind die da an? Drei. Wir tun so, als ob ich die Aufnahme nicht kaputt gemacht habe. Oh, was liegt denn hier rum, Eisen, wie sind die da? Ja, ich bin aber auch nicht weit gekommen. Ich habe das am Anfang gemerkt, ne? Ich sag euch die Stelle, wo ich dann nicht mehr weiter auskomme, also nicht weiter weiß. Aber es war so super. Und dann lasse ich die zweite Audiospur an noch. Es war also einmal das, der Ingame-Sound zweimal zu hören. Und dann gibt es so ein Echo und sowas. Und das ist irritierend. Eine blaue Krabbe hier drin. Meine Güte. Alles flüssig, nicht gestottert und zwar irgendwas und so. Wenn einer darüber mal sagt, warum immer und so, und manchmal ein bisschen stocke oder sowas. Ich gewöhne mich noch dran, es nicht einfach vor Leuten zu sprechen. Kann mal einer Eris helfen? Es wäre sehr nett. Ja, es vollbracht. Das kommt immer davon, dass mir irgendwas unangenehm ist oder sowas. Ja. Ich sag jetzt oder sowas. Ey. Nee. Aber ja. Es war so schön hier. So, wir gucken uns hier nochmal um. Aeris Sache müssen wir auf jeden Fall, ihre Waffen müssen wir leveln. Das ging auch ein Remake. Ne? Falls sich jemand fragt, wieso man so viele Fähigkeiten hat, einfach die Waffe aufleveln, dann kriegt man die Fähigkeit, obwohl man die Waffe nicht ausgerüstet hat. Das ging im Remake auch und ich habe das erst zum Schluss gemerkt, dachte so was. Und habe fast vorm Endboss einfach alles gelevelt, damit ich alles habe. Passiert mir zum Glück hier nicht und das war ja auch privat. Jetzt ist das eher hier. Vor euch. Sehr gut. So, und jetzt bin ich ja runtergesprungen. Hatte ich denn irgendwas vergessen? Ach, jetzt laufe ich schon wieder hier. Nee, von hier sind wir ja gekommen, ne? Hier unten ist die Lore. Bin schon fast zum zweiten Mal blind. Gut, dann haben wir das schon drin, ne? Bei der ersten Aufnahme bin ich hier und dachte, da geht's weiter. Aber ich war einfach blind. Wie so immer, ne? Also, wirklich. Gut, hier sind wir an der Stelle, wo ich das gemerkt habe. Noch die zwei hier und dann, ja. Sehen wir hoffentlich mehr heute in guter Laune. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen guten Tag. Das hatte ich am Anfang nicht gesagt, oder? Willkommen bei Final Fantasy 7 und habt einen sehr, sehr tollen Tag. Jetzt! Viel Erfolg! Überlass das mir! Hoffentlich auch weiter mit der guten Laune. Und wir sollten Aeris ganz viel, ne? Aua, hör doch mal auf mich zu hauen. Ihm ging das auch anders. Wer kennt's? Die erste Aufnahme perfekt. Alles perfekt gemacht. Oh cool, Chronofeld kommt mit mir mit.
tiefer. Es. Es wäre auch gut, wenn tiefer mal. Warum gehen denn alle auf mich? Was habe ich euch getan, hä? Ich kann noch nicht so schnell ausweichen. Eris zum Heilen da. Was soll das? War eben auch nicht so. Eben habe ich Eris gespielt und die haben schön die anderen angegriffen. Und jetzt? Wie es immer so ist, ne? Jetzt geht alles schief. Hört doch mal auf, mich anzugreifen. Ich kann doch nicht mit Eris laufen, mein lieber Eris. Naja, dadurch levelt sie wenigstens ihr Chronofeld. Ich setze das die ganze Zeit ein. Damit sie das levelt. Es ergibt gar keinen Sinn, das so oft einzusetzen, ja? Außer ihr wollt das natürlich leveln. Wenn wir nachgucken, hat Eris jetzt auch fast die Hälfte. Ihm war das noch mehr zu der Stelle, aber da wurde ich auch nicht so attackiert von denen. Die wollten ja jetzt, Eris darf nicht leveln. Stirb! So war das ja jetzt gerade eben. Aber gut. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo ich ihm nochmal wieder neu geladen habe und die Aufnahme wieder nochmal angefangen habe. Jeden Tag passiert irgendwas, ne? Ja, naja. Ich bin halt ein Tollpatsch, was soll man dazu sagen? Aber ist ja auch nicht so wild, dann macht man das halt nochmal und nochmal. Wer halt tollpatschig jetzt macht, das halt doppelt, dreifach. Hat ja auch was Gutes, auch wenn man Sachen vergisst oder so und man laufen müsste, ne? Dann sagte mal jeder, ne, was du nicht im Kopf hast, hast du in den Beinen, ne? Ja, und ich sehe toll aus dann, weil ich so viel rumlaufe. Tja. Ich habe überall Muskeln, du nicht. Doch, im Kopf. Die finden wir schon. Aber es ist ja nur mein. Ist ja nur meine Tollpatschigkeit. Ist ja jetzt nicht so, dass nichts im Kopf ist. Ne? Sagt nichts Falsches. ja. Ich frage mich gerade, wir sind da von hier gekommen, ne? Oder? Ich denke mal, wir sind von hier gekommen. Blind bin ich schon wieder. Ja, da gucken wir mal. Was können wir kaufen? Da haben wir genug von. Ether könnten wir einmal kaufen. Phönixfeder, die dann nur 100% billiger als 100 Gil kostet. Auf jeden Fall. Die kostet ja sonst 300. Kissen haben wir noch 20 Stück. Was anderes noch? Ja, das kostet alles zu viel. Wir haben nichts. Wir haben nichts, wir brauchen Geld. Dann gucken wir mal, wir haben nichts zum Leveln, wir brauchen Geld. Aber hier, damit unser Ether, unsere Lebenspunkte, alles aufgefüllt ist. Übrigens, heute Abend, naja, wahrscheinlich, wenn man das hier guckt, ist der Stream schon längst, hätte ich in der letzten Folge sagen können, dass am Mittwoch 20 Uhr der Stream ist. Wer weiß, vielleicht wird es ja hochgeladen während des Streams und man sieht das noch und kommt dazu. Wenn man natürlich möchte, ist Final Fantasy 14, ne, anderes Final Fantasy, aber auch eine tolle Geschichte hat. Die Verletzungen sind gar nicht so schlimm. Psst. Er ruht sich nur ein bisschen aus, weil er in letzter Zeit ziemlich ranklotzen musste. Moment mal, dann macht er also richtig Urlaub? Da kann man ja glatt neidisch werden. Ja, sowas in der Art. Er hat's gut. Nee, der langweilt sich zu Tode. Wartet. Vermutlich hast du recht. Was hast du? Die Tür. Ach, nichts. Red einfach weiter, ja? Hä? Und was machen wir jetzt mit dem? Eine neue Tür. Der ist runtergefallen, da kommt doch gleich Barrett. Root, mal ganz ehrlich. Ich kann dieser ganzen Sache nicht so viel abgewinnen. Dass wir die Schwarzkutten verfolgen, was soll das bitte bringen? Ist ein Befehl von oben. Mehr braucht dich als Turk nicht zu interessieren.
Seit wann bist du so ein Kriecher? Na jedenfalls, dem da ist nicht mehr zu helfen. Lass ihn uns erlösen. Son wird sicher dasselbe tun. Krauser. Esther! Gutes Gehör. Sorry. Aber ein Riesengehör. Aha! 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 Avalanche. Gestatten, der neue Stern am Tagshimmel, Elena. Aha. Mit Abschaum wie euch, räum ich gnadenlos auf. Wo ist Reno? Im wohlverdienten Urlaub. Und während der nicht da ist, habt ihr mich am Hals. Sie mag unser neuestes Mitglied sein, aber unterschätzt sie besser nicht. Wir unterschätzen niemanden. Verdammt! Es geht los, lieber Sicher. Zeig ich euch, was ich kann. Wieso denn immer wieder auf mich? Hey, die schießt ja. Unfair. Sie ist ein Barret. Wir unterschätzen sie nicht. Wir unterschätzen Barret auch nicht. Also, Chronomagie. Ach ja, Aerith könnte ja auch mal heilen. Ne? Aua, was soll denn das? Root. Root rastet einfach auf. Was will man sich merken? Ich hoffe nicht zu viel. Sollte ich jetzt in den Kampf leveln? Ist eine Frage. Tut mir leid, aber diesmal kann ich mich nicht zurückhalten. Keiner wird weg. Ja, was tut die denn da? Tiefer, schnell, Chakra. Was macht denn Root die ganze Zeit da? Hört mal auf, das zu machen. Noch ein Chakra. Achso, heilt mich. Nee, ich wollte in Fesselung. Oh Mann. Aber Aerith könnte mal heilen, ne? Aerith! Heiliger Magiekreis auf Aerith. Wieso geht die da, gehen die denn da hinten hin jetzt zu ihr? Das ist doch doof. Noch eine Entfesselung. Tut mir leid, aber diesmal kann ich mich nicht zurückhalten. Elena, Manöver C aufgeben. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Was für ein Manöver C? Rückwärtssalto. Heiliger Magiekreis vielleicht. Ich muss etwas unternehmen. Gut, gut, gut. Wir haben schon eine, ne? Also. Mann, was soll denn das? Wir haben schon eine Feder. Vorher ging doch alles gut, nur weil ich jetzt leveln will. Synchrofähigkeiten, Visions. Synthese. Tifa und Aerith schärfen gemeinsam die Konzentrationsfähigkeit zeitlich begrenzter ATB-Einheiten. Wir nehmen das. Auf geht's! Boah, das sah cool aus. Das sieht auch cool aus. Was habt ihr geübt? Alter, wie cool die Zähne schon wieder sind. Immer vorsichtig bleiben. Cloud, es wäre cool, wenn du auch mal wieder, nimm dir das mal selber. Auf ein neues.
Was für ein heftiger Aufstand. Aua! Das war okay. Aber ich brauche auch Vita. Tifa braucht Vita und Aerith. Hör doch! Also der trifft immer, ne? Mit Aerith hast du keine Chance. Nichts eine Chance. Heilt alles. Aber wir können auch... Sie hat auch Vitra. Aerith! Mach doch Energiesäulen zu... Achso. Ich mach das. Und tschüss. Mein einziger. Greif doch an, Schockfeld. Achso. Wie Titanfaust. Mach das doch. Aber nicht zu mir. Tifa! Okay, Tifa, du solltest... Spiralsprung... Furiose Verfolgung. Auf sie... Oh, kriegt sie da einen rein. Und Cloud setzt noch einen drauf. Los, bitte. Ich bin bereit. Verschwende. Müssen die aber auch noch analysieren. Haben wir gar nicht getan, ne? Oh Mist. Vielleicht können wir Elena noch mal irgendwann anders analysieren. Wirksam. Um Rootshock anfällig zu machen, musst du ihn mehrmals in Folge mit starken Fertigkeiten treffen, während er blockt oder ihn unterbrechen, wenn er einen Synchro-Angriff ausführt. Das kann er ja jetzt nicht mehr, aber wir können stark angreifen und Wind. Tifa hat keinen Wind. Tifa kann einmal Cloud heilen. Und sie beschwört Shiva. Oh ja, Shiva sehen. Könntest du das hier übernehmen? Einmal Shiva sehen. Yay, hi Shiva. Die sieht cool aus, oder? Und Limit, wie wär's damit? Synchro-Fertigkeit, nee, geht noch nicht. Nichts überstürzen. Ich hoffe, er kriegt das ab, nicht sie. Also Magie. Vita nach Cloud. So, jetzt kann ich aber mit Aerith ein bisschen, oder? Oder? Magiekreis auf Cloud und Tifa. Wahre Energiesäulen, wo gehen die denn hin? Eine Esper-Fähigkeit, Eiszapfen! Au! Nee, immer noch nicht gut. Heilender Wind, das brauchen wir jetzt. Und dann brauchen wir Synchrofähigkeit, Blütensturm. Wirst du jetzt endlich mal unterbrochen?
Oh, Shiva kommt. Ja, wir haben es mal geschafft, eine Attacke zu sehen vom Prima. Cool, was diese Folge schon wieder passiert. Sehr, sehr cool. Flammenblitz. Starke Attacken. Ja, bitteschön. Puh, coole Kämpfe. Echt, wirklich cool. Flossen hoch, sofort. Und der Knallfrosch in deiner Hand bleibt, wo er ist. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Also dann... Unsere Freunde und der ganze Sektor 7 sinnen auf Rache. Suchst wohl einen Sündenbock, was? So, was soll das? Dann solltest du mal in den Spiegel gucken. Wie auch immer, die Dinge haben sich gewendet. Steht zwar ein Kopfgeld auf euch aus, aber wenn ihr uns nicht in die Quere kommt, lasse ich euch gehen. Wie gnädig, euer Ehren! Pass gut auf Aris auf. Oh. Lacht nicht so. Elena! Gut gemacht, Red. Ich glaube, das war ihr Plan, oder? Okay, das war nicht unser Plan. Wieso laufen sie denn nicht hinterher? Oh nein. Kannst du schwimmen? Red. Wo sind die anderen? Seid ihr okay? Klar! Hab mich, ehrlich, nie besser gefühlt! Ja, einmal kurz duschen. Oder baden. Klar, wird schon! Dann treffen wir uns am Ausgang! Okay! Ist so krass, ne? Es geht auf einfach Schlag auf Schlag. Jetzt sind wir mit Barris so unterwegs. Diese Männer kenne ich nur allzu gut. Aus Hoshos Labor. Sie haben eine schwere Mako-Vergiftung. Shinra-Schweine. Was meinst du, warum die hier rumschlurfen? Womöglich folgen sie Sephiroth. Denk zumindest Cloud. Cloud, hm? Er macht mir auch Sorgen. Ziemlich. Ja, alle. Barret kann mit Viereck seinen Gewehrarm abfeuern. Auf diese Weise kannst du Mithrilbrocken, zerstörte oder Hindernisse aus dem Weg räumen. Dabei erhältst du mitunter Gegenstände und auch Materialien für Synthese. Cool. Also wir können jetzt hier... Und dann können wir das einsammeln, ne? Also, jetzt noch nichts runtergefallen. Ich will erstmal ein bisschen warten. Hier sind ein paar kaputte Sachen, die rumfliegen, wo wir was kaufen können. Zwei Supertränke natürlich wieder. Och, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Dann kaufen wir auch sofort ein. Eine Phönixfeder kaufen wir auch. Wir haben eine benutzt, ne? Lass noch eine einkaufen, vorsichtshalber. Mehr aber nicht, kurz Geld. Müssen ein bisschen sparen, bis wir ganz, ganz viel Geld haben. Red und Barith haben auch noch nichts. Erstmal aufladen und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Es war schon krass eben wieder mit den Turks und sowas. Und ja. Wie es wohl hier weitergeht. In der ganzen Geschichte. Was hat Shinra vor? Was
haben wir vor? Wo wollen wir noch hin? Sind wir irgendwen auf der Spur? Und es geht dann auch weiter. Und wen wir treffen werden. Und. Ja, okay, ich entlasse euch. Ein Abonnement wäre nicht schlecht. Damit ihr nichts verpasst. Und auch die Glocke drücken, damit ihr nichts verpasst. Aber wenn ihr mich unterstützen möchtet oder auch beides tun möchtet, dann gerne auch ein Like dalassen. Das wäre nett. Dankeschön, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.